Hallo Leute, so jetzt packen wir hier mal den Reinschlussmotor und den Nebenschlussmotor mal zusammen. Also wir machen die Reinschaltung, eine Parallelschaltung zusammen, rein und parallel zusammengeschaltet. Was kommt dann raus? Also ihr wisst ja, Ankerwicklung, und ich habe ja hier eigentlich zwei Erregerwicklungen und die kann ich ja hier sozusagen so verschalten. Also hier eine Erregerwicklung in Reihe zum Anker und dazu parallel eine zweite Erregerwicklung. Das ist ein sogenannter Doppelschlussmotor. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und ja, jetzt fragt ihr natürlich, ja, Reinschluss, Nebenschluss, was überwiegt hier, welches Verhalten und so weiter. Das kommt ganz entsprechend auf die sogenannte Dimensionierung drauf an, welches Verhalten hier sozusagen überwiegt. Und was auch noch ganz lustig und ganz interessant ist, bei normalen Gleichstrommotoren einfach hier Plus und Minus vertauschen, macht ja hier die Drehzahlumpolung statt, aber in diesem Fall nicht. Also keine Drehzahlumkehr gibt es hier. Und ja, jetzt die große Frage, für was brauche ich dann den ganzen Schmarrn hier? Und dieser ganze Schmarrn, bayerisch für Blödsinn, wird eingesetzt für so den sogenannten dynamischen Inverter. Da braucht man das so Zeug. Jo, gut. Ja, das waren auch schon wieder. Mehr will ich hierzu gar nicht mehr sagen zum Doppelschlussmotor. In diesem Sinne verabschiede ich mich hier schon wieder. Ganz wichtig, falls dir gefallen hat, einen Daumen hoch. Hier oben abonnieren, ganz wichtig, abonnieren. Damit unterstützt ihr das Wachstum dieses Kanals natürlich immens. Wichtig, immens. Hier oben abonnieren drücken und hier geht es zu einem weiteren coolen Video. Dankeschön, auf Wiederschauen. Dein Alexander, wir müssen in Elektrotechnik gehen. 5 Minuten, tschüss und auf Wiederschauen.